Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch etwas, was ihr bestimmt gut brauchen könntet, wenn ihr Streamer seid. Ja, wenn ihr Streamer auf Twitch seid. Und zwar das hier, was hier jetzt angezeigt wird. Wie ihr diese Meldung einrichtet, plus die dazugehörige Rolle, die kann ich jetzt hier einmal zeigen, diese hier oben. Das zeige ich euch jetzt. Genau. Als allererstes braucht ihr einen Server, wo ihr das Ganze raufladet. Also wo ihr den Server den Bot. So. Dann gebt ihr hier als allererstes einfach bei Google ein Streamcord. Da kommt ihr nämlich direkt zu dieser Seite. Link zum Dashboard dieser Seite ist auch direkt unten in der Videobeschreibung. So. Dann drückt ihr hier einfach nur auf Add to Discord und sucht den Server raus, wo ihr den drauf haben wollt. Bei mir ist es jetzt der Tutorial-Server und autorisieren. Ich bin ein Mensch. Ja, perfekt. Ach, Digga. Ey, ich hab noch keinen Bock. Wenn ihr diese Capture gemacht habt, dann wird das geladen und wenn ihr jetzt auf Discord geht und auf euren Server geht, seht ihr hier, ist der Streamcode-Bot. Dieser Streamcode-Bot wird jetzt wichtig, denn das hier können wir schließen, das braucht ihr nicht mehr. Wir gehen jetzt hier ins Dashboard und sehen jetzt hier, ist ja noch gar nicht der Server drin. Das ist richtig. Ihr müsst das Ganze nämlich so noch einmal machen, denn am besten macht es direkt darüber, aber ich habe es halt immer anders gemacht, deswegen einfach nochmal autorisieren. Ihr kriegt keine doppelte Meldung, er ist automatisch beigetreten, wir können zurück, können jetzt ins Dashboard rein, beziehungsweise müssen dann hier einmal zurück. Gleich mal, wir gehen jetzt auf Discord, genau, wir gehen auf Discord und gucken hier, denn hier ist im Moment nichts drin. Und da ich den Streamer Mode gerade aktiviert habe, werde ich den mal eben schnell einmal ausstellen, damit wir jetzt auf das Richtige zugreifen können. Wir gehen hier auf den Bot und gehen hier auf Dashboard. Auf das Dashboard des Ganzen. Das Problem ist halt jetzt so, mein Server, den ich jetzt hierfür extra gemacht habe, der wird hier nicht angezeigt. Aber egal, da zeige ich euch das hier auf meinem Server direkt. Und zwar, hier steht es bei mir schon, eine von 25 Notification und Live Rule not konfiguriert. Ihr geht einfach auf Add oder New Configuration. Bei mir ist es jetzt Add Notification so und gibt da den Namen ein. Zum Beispiel jetzt, ich nehme da jetzt einfach mal meinen Namen und beziehungsweise ihr müsst da den Streamer Namen eingeben. Das wäre jetzt in dem Falle mein Gaming. Dann sucht ihr euch einen Kanal raus, wo ihr den ganzen Namen wollt. Ich mache das jetzt Ganze nochmal in meinem Kanal drin, wo auch meine Videos angezeigt werden. Und dann kann ich jetzt hier schreiben, Menschen beziehungsweise add everyone. Jan ist jetzt live. Können das Ganze noch dahinter legen und können das Ganze adden. Allerdings, da das Ganze schon passiert ist, kann ich das nicht. Aber genau so macht ihr es einfach auch. Hier könnt ihr dann später noch einstellen, dass ihr diese Rolle habt. Also geht einfach bei Discord rein und macht hier bei Server-Einstellungen eine neue Rolle. Und nennt die einfach zum Beispiel live. Ihr könnt die einfach ganz normal live nennen. Dann geht ihr einfach wieder zurück in euren Browser, klickt hier einmal drauf und aktiviert die Rolle hier. Ihr müsst wahrscheinlich einmal die Seite mit F5 neu starten oder einfach hier oben und dann könnt ihr die hier einstellen. Dann geht ihr hier unten auf Speichern, bei mir steht jetzt hier Remove, könnt wieder ins Home gehen und dann seid ihr damit fertig. Und so habt ihr ganz einfach und schnell den Streamcord-Bot bei euch auf dem Discord raufgepackt. Ihr könnt bis zu 25 Streamer dort
reinpacken. Ich habe jetzt auf einem anderen Server, wo ich noch, wo ich das Ganze auch noch mache, da habe ich das auch noch. Da habe ich, auf dem hier leite ich den Bot nämlich auch noch. Ja, also auf den beiden Servern leite ich diesen Bot. Da kümmere ich mich tatsächlich auf den beiden Servern drum. Und ja, ich hoffe, dieses Video war sehr hilfreich und ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen helfen. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr Tutorial-Ideen habt, dann schreibt sie mir sehr gerne unten in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.